Aber ich glaube, dass es eine typisch deutsche Schwäche, die gleichzeitig eine Stärke ist im universitären, akademischen System. Und das ist, dass es keine große Wissenschaftsnation gibt, die jungen Menschen nach der Promotion eine so lange Phase extremer Unsicherheit aufbürdet, gleichzeitig, wenn sie diese Phase überleben, aber auch so reichhaltig belohnt. Das deutsche Wissenschaftssystem ist sehr darauf ausgerichtet, dass an der Universität nur Hausmeister, Sekretärinnen und Professoren Nebenstellen haben. Alle anderen haben Zeitverträge. Diese Zeitverträge sind dann auch noch durch ziemlich unsinnige Gesetze zeitlich befristet, sodass man große Probleme hat, Menschen, die willig sind und man hat Geld dafür, die wollen bleiben. Ich will, dass sie bleiben. Geld ist da und trotzdem darf ich sie nicht beschäftigen. Viele, viele Unsinnigkeiten dieser Art. Und gleichzeitig eben auch dieses extreme Nadelöhr auf die Professorenschaft hin. Angelsächsische Systeme sind da etwas anders, die haben dafür andere Schwächen. Angelsächsische Systeme sind häufig so, dass man relativ schnell in eine halbwegs gesicherte, aber nicht besonders lukrative, mit sehr viel Macht sehr wenig Macht ausgestattete Position kommt und dann innerhalb des Systems sich langsam nach oben arbeitet. Wenn jetzt ein junger Mensch, sagen wir mal, aus Brasilien kommt, hat hier seine Promotion gemacht und guckt sich das deutsche System an, guckt gleichzeitig nach Brasilien, wo es mehr Sonne gibt und gleichzeitig lockt dort eine Lebensstelle an einer Universität. Man kann verstehen, dass er oder sie dann dort zurückgeht. Das heißt, das deutsche System hat die typische Schwäche in der Zeit nach der Promotion. Das ist eine Schwäche, die wir nach wie vor nicht gut gelöst haben. Gleichzeitig gibt es dann aber auch die ganz große Belohnung, wenn man hier einmal eine Lebensstelle als Professor hat, weil die Deutsche Universität bietet den Professoren sehr viel Infrastruktur, sowohl was Räume angeht, auch was Personal angeht und so weiter. Wenn man sich die Situation in den USA vorstellt, die goldenen USA, wo alles ja so viel besser ist, dann stellt man fest, dass die Leute dort auf sehr kleinem Raum, praktisch ohne eigenes festes Personal, ausschließlich auf Grundlage von Drittmitteln sich finanzieren müssen, teilweise das Gehalt auf Grundlage von Drittmitteln aufbessern müssen, diese Drittmittel aber mittlerweile eine Bekommenswahrscheinlichkeit von 8 bis 9% haben. Das heißt, der goldene Wissenschaftsstandort USA ist überhaupt gar kein goldener Wissenschaftsstandort mehr. Eigentlich ist das bessere Leben in USA, England, Australien, Neuseeland, bevor man deutscher Professor geworden ist. Nachdem man Professor geworden ist, ist das Leben in Deutschland wesentlich besser. Dass wir deshalb einen starken Braindrain haben vor der Professur, ist verständlich. Wir haben aber durchaus einen Braingain auf der Ebene der Professuren. Und das ist teilweise eben systembedingt. Und wir müssen uns sehr tief fragen, ob dieser Braindrain vor der Professur ein so großer Aderlass ist, dass wir ernsthaft über dieses System nachdenken müssen. Ich würde mit dem, was die Ruhr-Universität Bochum mir gibt, an Infrastruktur, an Personal, ich müsste verrückt sein, einen Ruf in den USA anzunehmen. Außer ich bin von Nobelpreisträgern umgeben und das ist ein so wahnsinniger intellektueller Gewinn, dass es die ganzen Verluste wettmachen würde und ich habe auch in Bochum sehr, sehr schlaue Kollegen um mich herum. Das heißt, mir geht es wahnsinnig gut, aber mir hätte es ganz schlecht gehen können, wenn ich als Familienvater mit 2 Kindern ständig über die Welt gereist, meine Frau hat ihren Job aufgeben müssen, dann irgendwann auf der 17. Zeitvertragsstelle, dann irgendwann vor einer schwarzen Wand gestanden hätte. Dann hätte ich mich vielleicht ernsthaft gefragt, ob ich mich doch nicht früher in Richtung Türkei, USA, sonst wohin orientiert hätte. Das ist eine Systemfrage. Die müssen wir kritisch diskutieren. Es bedeutet nicht, dass wir ein schlechtes System haben. Ich habe einen sehr regen Austausch mit der Türkei. Ich habe 2 Heimatländer, ich bin also ein reicher Mensch und ich bin diesen 2 Heimatländern auch sehr verbunden. Natürlich auch der Türkei. Deutschland ist meine Heimat, Türkei ist aber auch meine Heimat. Ich lebe sehr, sehr gerne in Deutschland, absolut. Aber ich fühle mich auch wahnsinnig wohl, wenn ich in der Türkei bin. Ich habe viele Freunde dort, auch noch ein paar Verwandte. Und ich habe auch sehr viele Kollegen dort. Und es macht mir großen Spaß, diese Interaktion auch am Leben zu halten, weil die beiden Nationen sind sich viel ähnlicher, als sie gegenseitig häufig meinen, dass sie es sind, und haben häufig die gleichen Missverständnisse über den jeweils anderen. Und in Deutschland fühle ich mich häufig in der Situation, dass ich die Türkei verteidigen muss. Und ich kann Ihnen sagen, in der Türkei muss ich ständig Deutschland verteidigen. Und ich tue das sehr gerne.
Nein, also es ist es ist ein sehr schönes Gefühl, diesen Reichtum zu haben, diesen zwei Ländern anzugehören. Man sagt ja häufig, in zwei Kulturen zu Hause zu sein. Und man übersieht dann häufig, dass ich manchmal, wenn ich 30 Kilometer innerhalb Deutschlands zurücklege, dass ich mich in einer anderen deutschen Kultur wiederfinde als die deutsche Kultur, in der ich mich an der Uni befinde. Aber wenn ich 3000 Kilometer von meinen türkischen Freunden nach Düsseldorf-Bochum fliege, dass ich eigentlich kaum einen Kulturwechsel hinter mich bringe. Das heißt, die Heterogenität der deutschen Kultur und die Heterogenität der türkischen Kultur ist häufig viel größer als der Unterschied zwischen, sagen wir mal, dem Mittelwert der deutschen und türkischen Kulturen. Dies als ein wacher und halbwegs intelligenter Mensch zu sehen, zu verfolgen und in dieser Matrix sich zu befinden, das ist schön und das macht mir einen großen Spaß. Und ich möchte dieses Verhältnis auch weiterführen. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass die beiden Nationen sich verstehen und auch, dass das, und da bin ich ja als Wissenschaftler gefragt, dass auch die Wissenschaftskulturen näher zueinander kommen und regeren Austausch haben. Es ist ein Land im Aufbruch und im Umbruch, das natürlich wie alle Länder, die in diesem Aufbau und in diesem schnellen Aufholprozess befindlich sind, Gleichzeitigkeiten, Ungleichzeitigkeiten erleben. Die Ungleichzeitigkeit einer sehr modernen, sehr urbanen Gesellschaft, die sich auf dem Times Square genauso gut zu Hause fühlen würde wie in einer der Großstadt in der Türkei, in der sie leben, aber auch teilweise in der Kleinstadt in der Türkei, in der sie leben, gepaart mit Menschen, die nur zwei Straßen entfernt wohnen, in der gleichen Stadt, in der gleichen Kleinstadt, die aber wesentlich traditioneller sind. Diese Ungleichzeitigkeit ist typisch für diese Länder. Und diese Ungleichzeitigkeit findet sich überall. Man findet sehr gute Wissenschaftler und eine Reihe sehr guter Universitäten, gepaart mit riesigen Universitäten, die nicht wesentlich mehr sind als höhere gymnasiale Erziehungsinstitutionen. Und das ist die Situation, wie ich sie in der Türkei erlebe. Und den Menschen, die in diesen sehr, sehr guten Universitäten arbeiten, den Menschen behilflich zu sein, mit uns Kontakt aufzunehmen, das sehe ich als eine meiner Aufgaben. Und ich glaube, dass das symmetrisch ist, denn die Türkei hat auch sehr viel zu geben. Man muss nur wissen, wo wirklich die guten Leute sind. Und insofern kann das auch wirklich sehr symmetrisch ablaufen. Das macht einen Riesenspaß, weil es so ein unbeackertes Feld ist. Man kommt sich so ein bisschen vor wie auf einem neuen Kontinent, wo alles das, was man entdeckt, noch ziemlich neu ist. Und man kann natürlich den Kollegen in diesen weniger effizienten Universitäten versuchen, ohne überheblich zu wirken, auch beiseite zu stehen. Die Transformation hin zu moderneren und leistungsstärkeren Universitäten hinzukriegen. Man sollte das möglichst ohne Snobismus tun, denn ich kann mich noch erinnern, als ich als junger Mensch das erste Mal als Postdoc in die USA gegangen bin, da war für mich die Universität weitestgehend die deutsche Universität. Ich hatte ein paar andere Sachen gesehen, aber weitestgehend war es die deutsche Universität. Und es war für mich ein Schock, als ich wirklich längere Zeit an einer sehr guten Universität in den USA war, wie effizient, wie gut, wie fokussiert, wie professionell Wissenschaft betrieben werden kann. Und ich stellte fest, ich komme aus einem sehr reichen Land, aber wissenschaftlich gesehen nicht aus einem Erste-Welt-Land. Das ist heute anders. Deutschland ist heute ein Erste-Welt-Forschungsstaat. Aber damals, vor über 28 Jahren, war Deutschland das noch nicht. Und die Exzellenzinitiative hat Deutschland durchgerüttelt. Vor 10 Jahren konnten wir auch in Deutschland teilweise etwas verstaubte universitäre Institutionen sehen. Auch Deutschland ist ein Land der Ungleichzeitigkeiten. Wir übersehen es aber häufig. Und das ist halt manchmal verstärkt in Ländern wie Türkei, Brasilien, China. Aber so ist das Leben. Die kommen auch noch dahin.